Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind an einem vorgestellt und zwar Vorschau Nummer 1 Capital Sparks of Revolution. Ja, ich habe den Key bekommen von 1C Publishing Europe SRO. SRO heißt so viel wohl wie Gesellschaft GmbH und ist in Tschechei. Es ist in der Tschechei in einem schönen Prag und das Studio bzw. der Publisher und der Dominik Siedlow, wenn es so richtig ausgesprochen habe, wird mir total leid tun, wenn es falsch ist. Der hat mir auf jeden Fall diesen Key gegeben und da bedanke ich mich doch recht herzlich für. So, dann wollen wir mal gucken. Hier unten steht Leertaste drücken, um dass wir weiterkommen und nach dem Intro gucken wir uns dann das Startmenü wohl mal an. Ne? Bis gleich. Ja, dann schauen wir mal ins Startmenü und da haben wir eine Kampagne, Spielladen, Sandbox, Tipps und Tricks, Options und Ban. Ich habe die Options schon offen gehabt, habe da reingeguckt, Deutsch, Auflösung und so, aber wir können ja auch kurz einmal reingucken, V-Sync, und das ist nicht ganz viel, aber es ist schon mal was da, ne? Wunderbar. Gut, da sind wir durch. Ich würde dann sagen, wir gehen einfach, starten einfach in die Kampagne rein und schauen mal, was da so los ist. Vielleicht gibt es da ein Video, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht angeguckt. Ah, wir kommen im Schwierigkeitsgrad. Normal, schwer, extrem. Oh, da gibt es noch einen Titel drunter. Schwer, die Krisenpegel ist durchschnittlich und die Bevölkerung hofft stark auf ihre Regierung. Sie müssen Erfahrung sammeln und Wissen über die erfolgreiche Verwaltung einer Stadt verfeinern, um erfolgreich zu sein. Extrem, der Krisenpegel ist hoch und die Ansprüche der Bevölkerung sind nahezu unverschämt. Sie müssen in dieser Modus jegliche Systeme mit maximaler Effizienz einsetzen. Überleben Sie bis zum Licht am Ende des Tunnels. Okay, normal bedeutet das für uns. Capital Sparks of Revolution ist ein Spiel über die Krise und die permanente Konflikte in der menschlichen Gesellschaft. Die wichtigsten Ressourcen werden Ihnen genau dann ausgehen, wenn Sie sie am dringendsten benötigen. Die Leute werden protestieren und sich gegen Sie auflehnen, obwohl Sie ihnen eigentlich helfen wollen. Nicht alle werden überleben. Sie müssen herausfinden, wie sich eine Stadt mit begrenzten Ressourcen am besten regieren lässt, wie man die richtige Gleichgewicht aus Stadtentwicklung und der Befriedigung von Bedürfnissen findet. Wie man mit wütenden Menschenmengen in den Straßen umgeht, sie sind dafür verantwortlich, die Zukunft ihres Volkes zu gestalten. Und denken sie daran, es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Ja, das ist ja nun mal immer so, ne? Man muss irgendwie so eine Mehrheitsgeschichte schaffen, aber mehr geht da nicht, ne? So. Ja. Das sieht so ein bisschen... Der Krieg hat den Kontinent wie eine riesige Welle überrollt, die auf ihrem Weg alles zerstört hat. Sieht so nach Ersten Weltkrieg aus, ne, oder? Okay, da sind die Trümmerfrauen, wie sie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hießen. Es ist an der Zeit, die Trümmer zu beseitigen, die Wunden des Krieges zu heilen und auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Ja, alles ist zerstört. Das bringt immer Krieg mit sich. Fabriken, Verwaltungsgebäude und öffentliche Gebäude brauchen während Arbeitsschichten Gold. Ja, die wollen ja bezahlt werden, ne? Arbeiter sind die ärmste und zahlenmäßig größte Klasse. Sie arbeiten in Fabriken und öffentlichen Gebäuden. Okay, das ist jetzt keine Story, sondern es ist ein Ladebildschirm, ne? Bürger sind Unternehmer und Geschäftsleute. Sie arbeiten in Geschäftsgebäuden. Okay, das konnte ich nicht mehr lesen. Okay, Sir Stanton, seien Sie begrüßt, Herr Bürgermeister. Ihre Ernennung kann für viele überraschen, nicht aber für mich. Ihr Ruf als Ordnführer mit Problemlösungsfähigkeiten eilt Ihnen in der Gesellschaftselite voraus. Sir Stanton, früher wurde die Amtseinführung eines Stadtoberhauptes stets mit einem Ball der Adelsfamilie gefeiert. Wo sonst könnte man unter sich sein, ohne sich die Verlegenheit zu bringen? Jetzt allerdings, die Umstände haben sich verändert. Heute haben wir keine Gelegenheit, derartige Rituale zu zelebrieren. Mein Name ist Sir Roderick, 13. Nachfahre des Viscounts von Stanton. Die Aristokratie ist der Gesetzlosigkeit überdrüssig. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr Erscheinen das Blatt in der Geschichte unserer Stadt wendet. Die Aristokratie war schon immer die loyale, verlässliche Basis dieser Regierung. Mr. Rockwell, genug, Sir. Sparen Sie sich Ihre geschönten Reden. Rockwell, Sie wagen es. Ich werde nicht zulassen. Danke, dass Sie mich vorstellen, Jonathan Rockwell. Zu Ihren Diensten, Herr Bürgermeister. Wie Sie sehen, könnte ich die Stadt nicht gerade am besten Zustand. Die Besatzungsmächte sind fort, aber Sie haben alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Ich fürchte, Sie sind bankrott. Nur nicht verzweifeln, wenn wir zusammenarbeiten, können wir diese Krise überstehen. Ich wollte eben einen Plan für den Wiederaufbau des Palastes vorlegen. Okay.
Wozu brauchen wir den Palast und wie wollen Sie ihn überhaupt reparieren? Wir haben weder das nötige Material noch die erforderlichen Arbeiter. Sie verstehen nicht, Rockwell. Der Palast ist ein Symbol der Herrschaft. Wir müssen der ganzen Stadt zeigen, dass unsere Stadt der Asche entsteigen wird. Sehen Sie nur, wir sind von Ruinen umgeben. Da haben Sie Ihr Baumaterial, wenn auch nicht von allerbester Qualität. Okay. Hier ist meine Uhr. Ruhezeit. Ah, da gehen wir erstmal auf Pause. Erstmal gucken, wie wir hier so weiterkommen. Das sieht schon mal ganz schick aus. Isometrische Darstellung gefällt mir immer sehr gut. Wir haben hier den Palast. Wir haben hier einen Vorplatz. Können wir mit WASD, ne, mit Pfeiltasten, ne, mit WASD geht's. Hier sehen wir die kaputten Ruinen, Gebäude, aber sieht so aus, als ob das meiste alles aus Holz war. Okay, hier gibt es aber wohl irgendwie ein Steinvorkommen. Wahrscheinlich können wir noch Bäume fällen für Holz und so. Hier ist auch noch ein Bergholz. Ja. Wie groß ist die Karte? Da hört sie auf. Und hier gibt es sogar Straßenbahnschienen, sage ich schon. Zugschienen. Da ist aber auch schon zu Ende. Und nach links geht es auch noch ein ganzes Stück. Da ist auch keine Stadt mehr. Ja, ist doch ein relativ großer Bauplatz. Hier sind Stromschnellen. Da ist eine Insel. Was ist das hier? Ein Busch, okay. Da gibt es auch nochmal Stein. Ja, gut, dann müssen wir weiter gucken, wie wir weiterkommen. Was ist das hier unten? 100 Obdachlose, Krankheit, Chance 3%, Adlige 25, Bürger 25, Arbeiter 50. Also wir haben 100 Leute der verschiedenen Klassen. Hier steht es auch nochmal. Zufriedenheit ist eigentlich relativ gut. Palastwiederaufbau, Ruinen einreißen. 0 von 3, Palast reparieren. Tag 1, das ist die Uhrzeit, das ist die Zeit. Hier haben wir die Hauptwährung für die meisten Aktionen benötigt, kann unbegrenzt angehäuft werden. Hier haben wir Getreide, Verpflegungsressource, kann zu Lebensmittel oder Alkohol verarbeitet werden. Okay, da haben wir überall was von. Lebensmittel, Verpflegungsressource dient der Sättigung der Bewohner. Alkohol, Verpflegungsressource dient der Befriedigung der Unterhaltungsbedarf der Bewohner. Basiswerkstoff wird zur Errichtung von Gebäuden und zu Forschungszwecken benutzt. Haben wir auch was? Ne, Maximalmenge ist da unten. Wir haben also nichts und darunter ist die Maximalmenge. Okay. Produktionswerkstoff wird zur Errichtung von Gebäuden und zu Forschungszwecken benutzt. Und hier haben wir Stahl. Seltenes Material wird zur Errichtung von Gebäuden und zu Forschungszwecken benutzt. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier was kriegen. Ruiniertes Haus. Das Gebäude ist schwer beschädigt und kann nicht bewohnt werden. Abreißen. Abbruch im Gange. Hier ist nochmal das gleiche in Grün. Reißen wir auch ab. Nehmen wir dann mal die Pause hier oben wieder raus und gucken, was passiert. Wer reißt das denn ab? Ach so, da geht einfach eine Uhr rum. Ist diese Person jetzt diejenige, Betty Walker, die da was macht? Ne, sieht nicht so aus. Okay, das ist weg. Ruiniertes Haus abgerissen. 600. Aha, da gab es auch Sachen zu. Jetzt ist das zweite. Warte, wir müssen wahrscheinlich, stand hier oben 1 von 3. Das heißt, wir werden auch das hier noch abreißen. 648, 100. Also wir haben hier schon Gold bekommen. Sehen Sie, mit klarem Verstand und starker Hand kann jedes Problem lösen. Ja, die Idee mit den Ruinen ist eine gute. Sie überrascht mich, Sir Stanton. Man hört nicht gerade jeden Tag vernünftige Ideen aus dem Munde eines Edelmannes. Wir haben also die Ressource für den Wiederaufbau des Palastes. Ja, da müssen wir jetzt hier den Palast aufbauen. Ja, geht wohl so, ne? Da läuft auch die Uhr dran, aber wir wollen nicht rumstehen, sondern ich denke, kann man auch nur abreißen. Wahrscheinlich das auch. Der Palast ist ja gleich aufgebaut, ein Stück. Sieht man da irgendwo? Ach, die Scheiben sind alle kaputt, okay. Und jetzt sind die Scheiben heile. Palast gebaut. Aufgabe Palastwiederaufbau abgeschlossen. Jetzt haben wir einige Sachen gekriegt. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Ich kann mich noch gut an die ruhmreichen Reden erinnern, die einst durch diese Hallen schallten. Das Klingen der Gläser, der Flattern der Ballkleider. Wie lange ist es her? Ich unterbreche Ihre Tagträume ja nur zu ungern. Nur ungern, aber wir haben einige wichtige Dinge vor uns, Sir. Es ist an der Zeit,
über Wirtschaft zu reden. Die Staatskasse ist leer und ohne Gold können wir weder Ressourcen kaufen noch welche produzieren. Ich habe auch für dieses Problem eine Lösung. Wir müssen eine neue Steuerordnung einführen. Es sind die Steuern des Bürgertums, welche die Haupteinnahmequellen der Staatskasse bilden. Okay. Bravo, schon wieder überraschen Sie mich mit Ihrer vernünftigen Denkweise. Da gibt es allerdings ein Problem, auf das die Aristokratie nur zu gern vergisst. Es sind die Bürger, die die Wirtschaft vorantreiben. Wir, die Unternehmer, sorgen mit unserer harten Arbeit für die Gewinne, die letztendlich in die Entwicklung unserer Gesellschaft fließen. Unser Geld füllt die Truhen der Staatskasse. Genug, Rockwell. Geld allein entscheidet nicht über gute Regierungsgebaren. Wir brauchen auch Leute, die dazu bereit sind, für die Interessen des Staates und seines Volkes einzustehen. Lassen Sie mich doch ausreden, verdammt. Nachdem Ihre Regierung direkt von dieser Finanzen abhängig ist, sollte die Beziehung zwischen Staat und Unternehmen von derzeitigem Vorteil sein. Ich habe nichts anderes von Ihnen erwartet. Sie nutzen jede Gelegenheit, um Ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen. Gold ist ein Schlüsselelement der Wirtschaft. Es gibt zwei Möglichkeiten, Gold zu verdienen. Durch die Eintreibung von Steuern der Bewohner und durch das Befriedigen von den Bedürfnissen der Leute in den öffentlichen Einrichtungen. Okay. Ist die Zeit eigentlich am Laufen? Ich glaube nicht, ne? Nein. 10:27 Uhr steht da oben, passt. Jetzt läuft's wieder, jetzt machen wir halt. Wir müssen erstmal gucken. Das Gebäude ist schwer beschädigt und kann nicht bewohnt werden. Achso, wir haben hier noch zwei Aufgaben, alles ist gut. Was ist das jetzt hier? Gesetze. Besteuerung. Schalte das Gebäude der Steuerbehörde frei. Die Steuerbehörde ermöglicht die Einheben von Steuern von den Stadtbewohnern. Aufzuhebende Verordnung auswählen. Das muss ich wohl machen, ne? Ja, steht da nochmal. Manche Artikel sind vielleicht etwas kontrovers, aber alle von uns müssen Opfer bringen, Rockwell, wenn wir vorankommen wollen. Sicher doch, manche bringen Opfer in Form von Geld, während andere nichts als ihre hübsche Reden und den Vernächtnissen ihres Namens vorzubringen haben. Ich will mich nicht beschweren. Ich bin mit dieser Einteilung einverstanden. Sie ist nicht perfekt, aber ohne sie ist es noch schlimmer. Okay. Ziel abgeschlossen. Jetzt muss ich die Steuerbehörde errichten. Die gibt's hier. Und hier. Und da. Hier kann man sie nicht bauen, sie muss außerhalb gebaut werden. Ich würde sie jetzt tatsächlich hier mal hinmachen, zum Drehen R drücken. Und tatsächlich so bauen, oder? Obwohl da, ist das da richtig? Ist noch ein schönerer Platz da? Ah nee, machen wir schon da, weil wir da schon was abgerissen haben, ne, oder? Machen wir mal so. Okay. Dann geht's erstmal weiter. Der Palast ist ja schon mal schick. Wir bauen hier ab. Okay. Jetzt bauen wir hier ab. Und dann bauen wir da auf. Kann man da noch was ändern? Abbrechen. Robustheit, Effizienz, Korruption. Okay. Da ist alles gut. Aber der Haufen ist weg. Das wird schon gebaut. Errichtung im Gange. Ja, ein bisschen textlastig ist das Ganze, aber diese Grafik hier finde ich jetzt nicht schlecht. Das Gebäude, ja, dampft da so ein bisschen vor sich hin beim Bauen und ist fertig. Ja, nur eine Straße verbunden, das haben wir aber wohl, ne? Was zum Teufel, wir haben nicht einmal Arbeit und sie wollen uns dennoch besteuern. Womit soll ich denn bezahlen? Soll ich mir den Arm absägen? Beruhigen Sie sich doch, die Steuern treffen für erstes nur das Bürgertum. Vielleicht ist ein gewisser Inspektor hier etwas übereifrig. Ich werde das regeln. Die schweren Zeiten betreffen uns alle. Ach ja, ich kann sehen, wie schwer die Zeiten für Sie sind, ohne all die exotischen Muscheln und Tänzerinnen aus Übersee. Eine schreckliche Notlage, nicht wahr? Oh, Herr Bürgermeister, Sie sind hier. Tut mir leid, wegen der Störung. Mein Name ist Jack Dawn. Ich bin, na ja, meine Kameraden haben mich auserwählt, die Interessen der Arbeiterschaft zu vertreten. Dann verhalten Sie sich auch so. Wir sind hier nicht beim Falschen auf dem Markt. Wir haben wichtige Dinge zu regeln. Erlauben Sie mir, einen Disput mit dem Angebot zu unterbrechen. Die Stadt liegt in Ruinen. Wir werden eine Menge Holz brauchen, um die grundlegende Infrastruktur wieder aufbauen zu können. Das bedeutet, wir müssen ein Holzlager bauen. Also, Jack, können Sie Ihre Jungs davon überzeugen, an die Arbeit zu gehen? Jetzt hätten wir eine Wahl. Meine Leute würden sich gegenwärtig auf alles einlassen, wenn sie dauerhaft ihre Familie ernähren können. So, okay, das heißt, Holz, machen wir Pause wieder.
Holz produzieren 50, Holzfabrik errichten. Holz produzieren wir doch eigentlich hier sozusagen, oder? In den Lagerhäusern ist kein Platz für neue Ressourcen mehr. Sie halten Gold, die Anschaffung weiterer Ressourcen jedoch nicht möglich. Na, dann brechen wir das erstmal ab. Bauwesen, Steuerbehörde, Sägewerk, Lebensmittelfabrik, Alkoholfabrik, Gastronomie, Imbiss, Bistro, Schenke, Varieté, Wohngebäude. Und wo ist bitte schön das Lagerhaus? Straßen, Gesetze, Ressourcen. Steuern, Aktienmarkt. Korruption gibt es mal gerade nicht. Das ist ja schon mal was Feines. Bürgersteuersatz. Okay, aber irgendwie brauchen wir ein Holzlager. Eine Holzfabrik errichten. Okay, Holz produzieren. Ja, Holzfabrik. Produktion. Die meinen da wahrscheinlich ein Sägewerk mit, ne? Warte mal, hier nicht. Dann machen wir das. Ja, jetzt müsste man Platz haben, ne? Was ist das hier? Kistenstapel. Das tun wir doch mal abbauen, oder? Das ist doch erstmal hier gut. Dann kriege ich hier den Platz. Wenn ich den Platz habe, könnte ich wahrscheinlich dann das Lager dahin machen, beziehungsweise die Holz, das Sägewerk. So. Wird auch produziert, läuft. Kistenstapel abgerissen. Haben wir Getreide für gekriegt. Die Hauptwährung wird für die meisten Aktionen benötigt. Ach so, das hatten wir schon vorgelesen. Okay, die Lager, die sind schon ziemlich weit fortgeschritten mit voll, oder was? Hier ist Holz, okay. Wir bauen. Ist das hier Mr. Stepton oder so? Nee, Huge Joseph. Ja, wir müssen gucken, dass das fertig wird. Ist fertig. Da ist noch ein Anfang. Bald werden Sie die Stadt nicht wiedererkennen. Wie ich sehe, sind Sie äußerst erpicht darauf, Ihren Unternehmensimperium wieder zu alter Größe zu verhelfen. Die Bedingungen sind hart, aber noch härter wäre es, untätig zu bleiben. Immerhin werden wir geringfügig bezahlt, damit wir über die Runden kommen. Fabriken, die Ressourcen produzieren. Wir brauchen im Zuge einer Arbeitsschicht Gold. Wenn das Gold ausgeht, wird die Produktion nicht fortgeführt. Sie können die Produktion unterbrechen, um ein wenig Gold zu sparen. Okay. Machen die jetzt was? Warte mal, hier müssen wir erst wieder Pause machen. Produziert Holz. Arbeiter 10. Verletzungswahrscheinlichkeit 0,015%. Produktion pro Schicht plus 480 Holz. Ausgaben pro Schicht minus 384. Keine Ahnung, wahrscheinlich Gold, ne? Ja, sieht so aus. Robustheit 100. Okay. Heute ausgegeben 8 Gold und 12 Holz bekommen. Arbeitnehmer. Ach, das sind sogar die Leute, die einzeln aufgeführt sind. Wer ist hier drinne? Okay. Was ist denn die nächste Aufgabe? Holzproduktion 12 von 50. Okay, da müssen wir nur laufen lassen. 16, 20. Okay, vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir hier noch was abreißen. Vierzig, 44 und 50. Ziel erreicht. Holzproduktion erledigt. Okay, die Dinge laufen gut. Schön langsam kann ich mit meinen vorsichtigen Optimismus in die Zukunft blicken. Gut für Sie. Wie schlagen Sie den Arbeitern vor, die gestern ihr letztes Stück Brot aufgegessen haben? Was schlagen Sie natürlich? Ich wollte gerade über die Frage der Ernährung sprechen. Die Stadt benötigt Getreide und dafür müssen wir die Eisenbahn wieder aufbauen. Nur zentralisierte Getreidelieferungen von den umliegenden Bahnhöfen garantieren uns, dass die Leute nicht verhungern. Okay. Eisenbahn, Bahnhof reparieren. Der war hier oben, das hatten wir ja schon gesehen. Reparieren. Ja, dann machen wir das mal, ne? Das Holz wird ja wohl noch weiter produziert, gehe ich von aus, ne? Ja. Uns geht das Geld aber in dem Sinne alle, aber wir haben hier noch ein plus 3 stehen, also sollte das einigermaßen funktionieren. Will ich hoffen. Einwohner sind immer noch gleich, die Zufriedenheit ist aber gewachsen. Wir hatten irgendwie 83 und sind jetzt bei 90. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Dank meiner guten Kontakte konnte ich eine stabile Getreideversorgung der Stadt organisieren.
Es ist eine Schande, dass ihr Kontakt uns nicht im Kampf gegen die feindliche Armee weiterhelfen konnten. Dann hätte man uns nicht besetzt. Züge sind gut, aber wir haben keine Kohle, also brauchen sie Holz. Wenn es uns ausgeht, wird die Versorgung abreißen und wir stehen wieder ohne Lebensmittel da. Die Eisenbahn ist Hauptlieferant des Getreides, das sie in ihrer Stadt benötigen. Züge brauchen Holz, um fahren zu können. Sie können Züge aufwerten, wodurch ihre Getreidekapazität erhöht wird. Dies wird allerdings auch den Holzverbrauch steigern. Okay. Also die erste Bahnlinie ist fertig hier. Also hat denn wirklich niemand bemerkt, dass Menschen keine Pferde sind und mit rohem Getreide nichts anfangen können? Nee, wir müssen da schon Brot rausbacken. Hat ihre Frau vergessen, wie man kocht, Dawn? Meine Frau ist damit beschäftigt, die Ruinen zu beseitigen. Sie hat keine Zeit fürs Kochen. Nun, in diesem Fall brauchen wir eine Art Speiselokal und eine Fabrik, in der wir das Getreide verarbeiten können. Planen Sie etwa, am selben Tisch wie das gemeinsame Volk zu speisen? Für die Reichen wird es eine eigene Einrichtung geben müssen. Stimmt, und ich versichere Ihnen, sie wird wesentlich profitabler sein. Die Bewohner der Stadt haben drei Bedürfnisse: Ernährung, Gesundheit und Unterhalt. Diese Bedürfnisse können befriedigt werden, indem sie öffentliche Einrichtungen besuchen. Unzufriedene Bedürfnisse führen zu einer geringen Zufriedenheit der Leute. Unbefriedigende Bedürfnisse. Okay. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Ah, da kommt schon ein Zug. Und da ist Getreide dran. Wir müssen jetzt aber eine Lebensmittelfabrik errichten. Ja, da schauen wir mal. Die ist hier und haben wir denn irgendwo die Möglichkeit, die hinzusetzen? Warte mal, der Bahnhof ist da oben. Eigentlich würde es Sinn machen, die in der Nähe des Bahnhofs zu... Naja, das bringt uns auch nicht so wirklich was, oder? Weiß ich auch noch nicht. Gut, aber ich würde jetzt auch mal sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau von Capital Sparks of Revolution. Alles klar, bis dann. Ciao.